Shalom Leute, hier ist mal wieder euer dunkler Magier und ich heiße euch willkommen bei Part Nummer 23 unseres Gears of War 3 Let's Plays. Ja? Gut gemacht. Wir werden ihn brauchen. Genau. Er kann dir auch ein paar neue Tricks zeigen. So, und wie das Ganze aussieht, wird das vermutlich der letzte Part sein. Also im letzten Part. Verstanden, 06. Ja, zumindest gibt's zur Abwechslung mal Luftunterstützung. Jedenfalls, es wurde darauf angedeutet, dass das hier vermutlich der letzte Part sein wird. Ist ja keineswegs schlimm, dann haben wir es zumindest bald hinter uns. Wer dieser kleine Kollege hier ist, weiß ich nicht. Aber der kleine Roboter ist schon stark hier, ne? Der räumt schon auf. Ja, er kann jetzt sogar noch viel mehr als nur Türen öffnen. Oh Scheiße, check ich wieder da hin! So, nur habe ich es hier mit der Munition gerade nicht so dolle. Ah, jetzt wieder. Geht doch. Können wir auch weitermachen. Ja, wer den letzten Part geschaut hat, weiß, dass wir jetzt so einen bösen Virusturm in die Luft gejagt haben. Jetzt die Gegner so gut wie ausgerottet haben, könnte man meinen. Und jetzt gehen wir halt den finalen Angriff an. So, zum Glück haben wir hier ein bisschen Luftunterstützung, das macht das Ganze leichter. Und hier nehmen wir uns mal so einen Mulcher auf. Hey. Soll die Frau mal machen. Wow, was haben wir denn da für eine Idee? Frau Rutsch. Böse Frau, geht mir immer vor die Beine. So, was wir jetzt aber nehmen, ist das Mäschchen hier. Mit dem wir die Gegner gleich tot haben werden. Aus dem Weg. Gut. Du hast was gut. Und der nächste. Eigentlich kann es so übel, sich einfach durch die Gegnermassen zu haken. Haken! Ja, ich bin hier der Oberpirat. Und fertig. So macht uns der vermutlich letzte Part doch Spaß. Katapult! Und schon ist die Luftunterstützung weg. Phoenix and Rescue! Warnt eure Vögel! Die Maden haben Flachs! Er hört auf, mir immer wegzulaufen. Mensch, komm her, Luis. Wow! Scheiße. Da habe ich doch jetzt gerade ein bisschen zu viel Spaß gemacht. Kann ich auch von alleine aufstehen? Das weiß ich gar nicht mehr. Oder muss ich wirklich wiederbelebt werden? Scheiße. Ich glaube, das wird nicht so. Hilfe! Komm, Bert. Oder Bert. Weil sonst sterbe ich jetzt. Komm jetzt mal einer her hier. Hey! Oh, komm, du, der stand schon direkt vor mir. Tja, so sind halt CPUs, da kann man nichts machen. Ich gebe mir bei dem Part übrigens bewusst nicht so viel Mühe, um euch Abonnenten darauf aufmerksam zu machen, dass ihr schlechte Abonnenten seid. Nee, das nicht, aber das Let's Play Gears of War, vor allem dieser Part, wenn ich Glück habe, werden das jetzt 50 Leute schauen. Insofern, naja. Also, ist halt sehr inaktiv geworden. Keine Ahnung, warum ihr das nicht mehr sehen wollt. Der erste Part hatte immerhin zumindest noch, keine Ahnung,
1200, 1400 Aufrufe oder so. Was soll ich zerstören? Habe ich hier keine Anzeige, was ich machen soll? Zerstören Sie die Gaskähne. Da hinten. Okay, da hinten. Ja, hier ein bisschen schneller nachladen, Kollege Meyers. Komisch, dass die Dinger gar nicht treffen. Boah, die fliegen aber auch. Ja, dann müssen wir sozusagen vorausschießen, damit es trifft. Oder auch nicht. Da kommt sogar so eine coole Animation, wenn man trifft. Gut. Kann ich jetzt hier aussteigen, weil langsam verliere ich ja auch Leben, ne? Ihr Schlampen. Ja, das ist ja heute vulgär, das Ganze, ne? Was jetzt? Oh. Commander, Truppen können jetzt landen. Katapulte und Gaskähne sind neutralisiert. Die Piloten haben mindestens 2 weitere Artilleriestellungen im Landesinneren gemeldet. Kor, wir haben nur noch wenige Flieger. Ich kann sie nicht einsetzen, bevor die Katapulte nicht ausgeschaltet sind. Was ist das denn für ein russischer Akzent? Okay, Bewegung. Bereiten wir dem Spuk ein Ende. Wow, guckt euch diese Extravaganz an! Das ist ein verdammtes 5-Sterne-Hotel! Ja, aber sieh selbst, was passiert, wenn man dem Liftboy kein Trinkgeld gibt. Das Ganze ist übrigens, glaube ich, auch eine Multiplayer-Map. Prima. Was zum Henker will die verkaufen? Zura war ein Bunker für die Elite der KOR. Ein Versteck, bis der Krieg beendet ist. Der letzte Krieg. Was haben wir denn da? Sind das die Wissenschaftler? Ach so. Schwer zu sagen. Man sieht nicht, ob ihre Kittel mal weiß waren oder nicht. Diese KOR-Basis hätten die Maden als letztes gefunden. Macht Sinn, die wichtigsten Wissenschaftler hierher zu evakuieren. So wie Prescott deinen Vater evakuiert hat? Ja, vielleicht. Vater, sieht aus, als hätten sie alle getötet. Ich denke, ich war der einzige Mensch, den sie lebend brauchten. Marcus, ich kann das mit Mira erklären. Ned, das kann warten. Wo sind wir? Ihr seid in der Nähe des hydroelektrischen Damms. Es ist noch ein ganzes Stück bis zum Turm. Okay, Vater, wir kommen. Ja, ich wollte Gott eigentlich die Tür öffnen, aber es ging nicht, weil ja, da war ja noch diese sogenannte Zwischenanimation. Wir sammeln hier kurz mal Muni auf. Das sind übrigens Wissenschaftler. Hehe, die bewegen sich sogar. Mal schauen, ob wir einen unterschießen können. Hehe. Ach, das Spiel ist so schön brutal. Aber jetzt im Ernst. Fall runter. Gut. Komm schon. Oh, scheiße. So, aber da wir hier sowieso keine Muni haben, können wir auch gerne mal eine zweite Waffe aufheben. Nehmen wir so einen Hammer Burst. Können wir dem auch irgendwas abschießen? Ey, Puppe, geh weg. Ach, der Kopf fällt nicht ab. Schade aber auch. In Sicht. Wir haben uns gesehen. Jetzt, ja, warum? Ach so, da ist eine Schlucht. Ich wollte schon rüberklettern. Ja, müssen wir da wohl rüberlaufen, ne? Was bist du eigentlich für einer? Scheiße, ich gehe hier gleich down. Mich nicht aufpassen. Verstanden!
Der Hammerburst hat übrigens den Vorteil, dass er sich schneller nachladen lässt. Er ist auch stärker, aber halt verdammt unpräzise. So, wir müssen vermutlich da hinten bis zum Geschützturm kommen, um die fliegenden Zeppeliner hier runterholen zu können. Scheiß, wenn die eigenen Leute einem vor die Beine laufen. Ah, die Markierfunktion habe ich aber auch schon lange hier nicht mehr benutzt, ne? Hier, yeah, den da. Okay, das Katapult gehört uns. Nehmt es! Ekliges Spinnentier-Katapult, ey. Wir haben eine Artilleriestellung übernommen, aber achtet doch wieder. Wir greifen an. Ja, die Reaper fliegen aber in der Luft hier. Mit dem langsamen Kanönchen konnte ich ja nicht mal die fetten Heißluftballone richtig treffen. Oder heißt es Heißluftballons? Nein, ich weiß ja nicht. Ich kann nicht so schnell. Was denn nun? Damm? Die liegen auch schon Katapulte oder was? Okay, dann den Damm. Nehmen wir den Damm. Ja, hier, langsam war's hier doch mit dem Damm. Geht doch. Und ich dachte, wir müssen auch noch die gegnerischen Katapulte ausschalten. Schluss mit dieser verdammten Aufzeichnung. Gottverdammt. Vater, wenn wir dich haben, was müssen wir tun, um deine Waffe zu aktivieren? Ich habe hier die Einsatzcodes. Mehr brauche ich nicht, um sie auszulösen. Professor, hier spricht Damon Baird. Wie funktioniert dieses Ding hier? Ah, Baird, ja. Prescott hat dich erwähnt. Stell es dir als Neutronenbombe ohne Explosion vor. Sie tötet nur die Leuchtzellen. Und zwar in uns allen. Also gut. Ich freue mich drauf. Gut, kurz vor dem Finale müssen wir eine Atombombe aufhalten, die nicht explodiert, aber dennoch alle tötet. Ich werde aber übrigens dann jetzt eine kleine Pause einlegen nach Gears of War. Mit dem Spiel meine ich. Damit ihr alle euren Schrecken vor dem Spiel verliert. Und dann auch gelegentlich mal wieder Multiplayer-Gameplays aufnehmen zu dem Spiel, sobald ihr das Spiel wieder als Spieler anerkennt und nicht als etwas, womit ich euch langweilen will. Wie viele das sind und auch noch so eine Fetten da hinten. Hier, wir nehmen am besten mal einen Gnäscher auf. Das hier war jetzt eine schöne Munitionsecke, ne? Ach komm, da geht der Fettsack genau dann, wenn ich meine Frag Grenade auf ihn werfe. Wow. Ah, da haben wir die Frag Grenades. Hier nehmen wir uns noch kurz Muni auf und schon kann es weitergehen. Wow. Lauf schön in meine Granate. Meine Deckung scheint die Gold kaputt zu gehen.
Oh, die Fische haben wir ja relativ schnell hier gemacht. Boah, bei all dem Fleisch, das hier rumliegt, weiß man ja nicht mal, was hier noch lebt und was nicht. Uäh, Igitt. Alien Monsterfleisch. Aber gesund. Beim Essen. Da, die letzte Belagerungsbestie. Gut, bald haben wir's. Wir haben ja noch 10 Minuten. Für die maximale Zeit eines Parts. Also ich glaube schon, dass das hier der letzte ist. Aber dementsprechend auch wohl der schwerste. Weil das sind schon wieder so eine Igel, die ich ja so wenig mag. Da ist auch leider keine Zeit, so auf schönes Spiel zu machen und die Gegner elegant zu töten. Es geht hier eher darum, ein bisschen Rambazamba zu machen. So. Oh, scheiße, was ist das? Fetten Ding da hinten habe ich mal wieder ein bisschen Angst. Oh, der kleine Roboter hat ihn aber gefickt. So, die ganze Muni hier lassen wir mal kurz liegen. Wir haben Wichtigeres. Oh, das erinnert mich hier gerade an Uncharted. An das Ende bei Uncharted 3 meine ich. Wow, ich dachte, hier ist noch jemand. Ey, was ist das für ein ekliger Kaumund? Ja, von wo kann man das Scheißding? Was ist jetzt los? Achso. So eine Ekling-Dinge, ey. Das ganze Fleischluftballons. Können sie denn nicht wie normale Menschen aus materiellen Sachen bauen? Mensch, Mensch, Mensch. Phoenix an alle Rufzeichen. Landung gefahrlos möglich. Schaffen wir uns das Ding vom Hals. Ins Meer schieben? Wow. Das ist der letzte. Ach, Scheiße. Nein, ist es nicht. Phoenix and Rescue. Wir haben hier Stalks. Könnt ihr uns sehen? Die tauchen überall auf, Phoenix. Halte durch. Wir verlagern einen Raven an eure Position. Kümmert euch um die Waffe deines Vaters und macht dem Spuk ein Ende. Okay, lauft rüber zum Gebäude. Jetzt. Was für einen miesischen russischen Akzent der eine Typ hat, mit dem wir die ganze Zeit hier übers Headset sprechen. Oh, was sind das eklige Tentakel-Dinger. Marcus, kann ich fragen, wie... Nein, kannst du nicht. Funktioniert? Hat mein Vater es dir nicht gesagt? Nein. Tom, ich will's nur wissen. Gehen wir erstmal das hier zu Ende. Ich wollte gerade nur sagen, hier, die ganzen Tentakel-Dinger, die machen viele von euch bestimmt schon geil. Ich dachte, ich kannte Prescott. Es macht mich krank zu wissen, dass er all die Jahre diese Billionen-Dollar-Zuflucht hatte, während wir hungern und sterben. Aber er ist die ganze Zeit bei uns geblieben. Das... Was ist das denn? Verstehe ich nicht. Tja. Wir haben jetzt absolut keine Zeit dafür, die ganzen Dinger zu lesen. Wir widmen uns dem Fahrstuhl. Boah, dieser Roboter macht mir aber auch Angst, ey. Kleines Drecksteil. Ja, da ist eine Ruftaste. Tick-Tock, Tick-Tock, Tick-Tock. Wir werden alle mit dem Leuchtscheiß infiziert? Alles und jeder. Die Emulsion ist eine parasitische Lebensform. Verdammt. Der beschissene Wunderspritt lebt. Kann er wirklich alles töten? Hey, nein, nur fast alles. Wir haben den ganzen Weg wegen Marcus' Vater gemacht. Etwas Vertrauen wäre angebracht.
Wartet, ich will noch nicht in den Fahrstuhl. Ey, da war noch ein Bild, was ich mir angucken wollte. Da an der Wand. Na toll. Gibt's ja nicht. Zumindest sterbe ich mit dem Wissen, dass ich recht hatte. Du wirst nicht sterben, Bert. Niemand wird hier sterben. Außer ihr. Hat dein Vater dieses Bombending getestet, Marcus? Können wir das verdammte Gelaber abschalten? Klar, Vertrauen. Okay, wird gemacht. Es wird niemand sterben. Außer euch allen. Nur ich überlebe. Rote Tür. Kann ich da einbrechen? Anscheinend nicht. Ja, dann da lang. Die Atombombe befindet sich bestimmt in einem Hotelzimmer. Wo denn auch sonst? Aha. Doch nicht. Schade, aber auch. Wow, da steht ein hässliches Ding. Gut, Leute. Und an der Stelle beende ich auch Part Nummer 23, sofern ich nicht falsch liege. Es war doch nicht der letzte Part, aber ich hätte jetzt nicht erwartet, dass da doch noch so viel übrig bleibt. Wie immer würde ich mich über Kommentare und Bewertungen freuen, auch wenn kein Schwein das Ganze schaut. Und der nächste Part wird dann höchstwahrscheinlich wirklich der letzte sein. Insofern reingauen und wiederschauen. Bis zum nächsten Mal.